Ey, völlig geil, pass auf. Ich habe einen Straftäter gehabt im Training, der sollte so eine Art Wiedergutmachung machen und der sollte dann einen Brief schreiben fürs Opfer, wo er sich entschuldigt. Hat er gesagt, nee, ich mache so ein Video. In Ordnung, macht ein Video. Wo er mich sehen entschuldigt. Dann hat er also so, normal so Ghetto-Gangster-Style-Typ, saß er plötzlich in seinem Konfirmationsanzug da, vor der Kamera. Sagt, ja, hallo. Ich wollte mal sagen, das ist echt scheiße gelaufen. Ich habe jetzt auch voll den Ärger. Und ich muss jetzt auch so einen Antiaggressionskurs machen. Muss Sozialstunden machen, das ist total scheiße. Das dauert jetzt ewig, bis ich das hinter mir habe. Ne? Wir haben uns das angeguckt und haben gesagt, okay. Wo steht drin, dass es dir leid tut? Was möchtest du dem Opfer sagen, dass es noch schuld ist, dass du jetzt einen Kurs machen musst oder was? Ach so, jetzt habe ich verstanden. Okay, nächstes Mal kam er wieder. Ja, hallo. Ich wollte nur sagen, dass das echt dumm gelaufen ist und wollte auch sorry sagen. Und ich habe jetzt auch voll die Scheiße an der Backe jetzt, habe auch Schulden jetzt. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, pass auf, wir machen das. Letzte Chance, versuch's nochmal. Wir haben nochmal deutlich erarbeitet, worum geht's denn jetzt? Ne? Es geht weniger um dich als mehr ums Opfer. So, ja, okay, habe ich verstanden, habe ich verstanden. Dritte Version. Hallo. Ja, also, ich möchte mich entschuldigen. Dir geht es bestimmt voll scheiße. Mir geht es auch scheiße. Und so weiter, ja? Also.